Seit 73 Tagen unter Kontrakt. Hast du dich gut eingelebt? Ja, ich muss sagen, sehr gut. Gefällt die Stadt, das Umfeld, die Mannschaft ist super. Das Gesamtbild passt eigentlich. Ja. Jetzt sagst du, die Stadt gefällt dir. Was gefällt dir denn am meisten in Paderborn? Wenn du nicht spontan drüber nachdenkst, wo würdest du sagen, Mensch, das fand ich beeindruckend oder toll? Ja, ich finde so den ganzen Ring um die Stadt. Also das ist so, das kenne ich nicht so, dass halt in der Stadt drumherum die Straßen sind oder in der Stadt halt ja, die ganzen Cafés sind. Nee, das passt so von den Menschen her. Also, sehr nett, sehr freundlich. Oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir so eine Frage, und zwar, was ist das Wichtigste nach Fußball für dich? Was ist für dich das Wichtigste nach Fußball? Ach ja, mit Familie, mit Freunden zusammen sein, ein bisschen abschalten, ein bisschen vom Fußball wegkommen, ja, was trinken, was essen, gehen gut und ja, einfach ein bisschen genießen mit Freunden. Letzten Spieltag in Ingolstadt, ich komme jetzt mal auf Sportliche zurück, wieder nur eingewechselt worden, deine erste Bude geschossen. Jetzt geht's am Wochenende gegen Erzgebirge Aue. Meinst du, du spielst und wie viel Motivation wird man eigentlich spielen? Ja, natürlich, ich will jedes Spiel spielen, das ist klar, aber natürlich, jetzt geht es gegen Ex-Club und ich bin natürlich sehr motiviert. Aber ich darf auch nicht zu übermotiviert sein, es ist gegen meine alten Jungs. Ich freue mich, da wieder spielen zu können, also bei den alten Mannschaftskollegen. Und ja, also ich hoffe, dass ich spielen werde und ja, dafür trainiere ich jetzt die Woche hart und da muss der Trainer entscheiden. Sagst du, der Trainer, kommt der Trainer auf dich zu oder ist er schon auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Tobias, kannst du mir nicht mal so ein, zwei, drei Tipps geben? Ja klar, wir werden diese Woche noch ein bisschen reden über Aue, ist ja klar und dann werde ich ein paar Sachen erzählen und dann geht das schon klar. Okay. Wo siehst du den Rest Paderborn am Ende der Saison, wenn du das jetzt einschätzt? Ja, also wenn wir jetzt, wir müssen wieder zusehen, dass wir wieder in den ersten beiden Spielen Punkte holen und zu unseren Stärken zurückfinden. Wir haben gute Spiele gezeigt am Anfang und ja, da müssen wir jetzt wieder zurückfinden und möglichst am Wochenende anfangen, drei Punkte. Gut, dann bedanke ich mich, das war's schon. Ja,